Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 17 von Simutrans mit dem Comic-Pack. Jo, wir sind unterwegs hier mit, was ist das denn hier für Tiere? Ha? Hab ich noch nie gesehen. Reden, Hirsch, ein Reh. Wow, krass. Ist mir noch nicht aufgefallen. Aber gibt's wohl. Jo, sind wir in Folge 17. Wir wollen gucken, dass wir jetzt vielleicht irgendwie diese Geschichten weiter verbinden. Jetzt haben wir ja schon mal Erlangen, orthodoxe Kirche mit Win Enden hier und beziehungsweise Erlangen ist ja mit Schiff dann hier auch verbunden. Da tuckert hier irgendwo aber noch hin. Erlangen ist aber, glaube ich, noch nicht verbunden mit Lippstadt zum Beispiel oder mit Schwandorf, oder? Bin ich mir da jetzt nicht ganz sicher. Müsste man mal gucken. Wenn das noch nicht so ist, dann müssen wir auf jeden Fall aber schauen, dass es so wird, ne? Verbindung? Doch, oder? Nee. Straße? Nee. Das haben wir noch nicht. Da müssen wir noch das machen. Das werden wir alles nach dem Intro tun, würde ich sagen. Bis gleich. So, dann gucken wir nochmal schnell hier rein. Da fährt keiner mit und mit der anderen Kutsche, die kommt jetzt gerade an, ne? Aber da sind schon drei Gäste, die, ja, wohin wollten? Jetzt zur Burg wollen drei und die anderen drei wollten wahrscheinlich zum Hafen, ne? Ja, Hafen. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Wie sieht das denn hier aus? Sind denn da welche drin? Da ist niemand. Hatten wir doch letztes Mal auch noch geguckt, glaub, oder? Da ist auch niemand. Okay, da wollen aber welche zur Burg. Das ist ja schon mal etwas. Und an der Burg stehen jetzt tatsächlich auch schon mal drei Leute, die irgendwo hin wollen. Und hier war jetzt niemand, ne? Verbindung, ja, Schiff, Erlangen, Hafen nach Waldhafen. Das ist ja rüber nach Winenden sozusagen. Ja, das heißt, wir machen jetzt wahrscheinlich dann mal noch ein Schifflein, welches von Erlangen nach hier fährt. Und dann wahrscheinlich, ja, das ist die Frage, ne? Fahren wir dann nach Lippstadt? Lippstadt-Rathaus-Verbindung oder fahren wir dann nach Schwandorf? Stehen tut da nirgendwo einer. Wie sieht es hier denn aus? Da stehen 33 über Schwandorf, das ist und da stehen 24, das ist auch noch nicht so wirklich prickeln, ne? Hatte ich nicht letztes Mal schon ein Schiff hier hochgejagt? Hier ist ja schon mal das eine, glaube, ne? Lippstadt Schwandorf. Okay, das ist schon mal da oben. Habe ich nicht letztes Mal noch eine Schiffsroute gemacht? Hier ist doch noch einer. Lippstadt Schwandorf. Okay, das ist der zweite dann. Und da ist noch einer. Lippstadt Schwandorf, das ist der dritte. Ich war fest von überzeugt, dass ich letztes Mal hier... Ah, warte, Linienverwaltung, da können wir doch mal nachgucken hier. Erlangenhafen Schwandorf. Ah, fehlt Linie eingerichtet, aber kein Schiff draufgesetzt. Das ist unser Problem. Okay. Das ist natürlich gut, ne? Keine Fahrzeuge im Depot? Hm. Wieso keine Fahrzeuge im Depot? Ach so, da. Ja. So, Erlanghafen, Schwandorf. Dann ist das unsere Linie, die wir jetzt dann starten wollen. Starten. Der fährt schon mal los. Das ist schon mal gut. Fenster lassen wir offen, weil, ne? Nacheinander, nicht alle zugleich, ne? Nicht alle auf einmal fahren, ne? Hier ist niemand unterwegs, das ist schon mal schlecht. Da kommt eine Kutsche, die hoffentlich Passagiere hat. Warten wir gerade noch eine Sekunde, jetzt. Zur Kirche fahren die allerdings. Und da ist niemand drauf. Und hier auch niemand drauf, das ist schlecht. Wie sieht es hier am Bahnhof aus? Wollen da wenigstens nach welche nach Willig? Nee. Okay, der fährt aber auch gerade erst da vielleicht hin. Sechse nach Willig und drei über Willig. Okay, das ist schon mal eine Nummer. Dann geht es da schon mal voran und zurück. Oh, sind doch schon ein paar am Warten. Aber Bünder Rathaus geht es nach da und nicht nach hier nach Bayreuth. Das läuft ja schon mal wieder schlecht, ne? Hier sind welche zu Willig Rathaus, aber nicht über. Die sind auch welche für Willig Rathaus. Das heißt, leider fährt niemand nach Bayreuth. Gibt es denn hier schon Fahrzeuge? Wartende. Über Willig Rathaus. Da sind drei, die nach Bayreuth dann wollen. Wunderbar. Und wie sieht es bei Ettlingen aus?
Über Bünde, über Bünde Rathaus. Über Bünde heißt natürlich nach Willig vielleicht, aber vielleicht auch noch weiter, weiß ich nicht. Also das Schiff ist jetzt schon mal da, ne? Wie sieht es jetzt hier weiter aus? Wie viele stehen denn hier? Niemand. Und hier unten bei der Burg, da warten Sechse Richtung rechts und nicht links, okay. Hier sind auch Sechse, die nach zwei Brücken wollen, zur Burg. Das heißt, die wollen nach da, das passt dann schon mal. Da kommt ein Zug, wie viel hat der dabei? 12 Passagiere, alle wollen nach zwei Brücken oder zwei Brücken Burg, okay. Hier sind die gerade vorbeigefahren, 12 nach Gütersloh, okay. Aber die wollen da auch noch umsteigen, auch sehr schön. Und in Gütersloh stehen 66 Passagiere. Keiner will nach Bayreuth rüber, auf die andere Seite. Okay, das läuft noch nicht. Wie sieht's hier in Lüneburg aus? Wir wollen 6 nach Gütersloh, 6 nach Neubrandenburg, 3 über Gütersloh, nee, 6 über Gütersloh. Okay, mhm. Okay, das wird mit der Zeit schon werden hier. Da sind tatsächlich 6 von der Burg dann, ne? Da sind nochmal 6 von der Burg. Und das? Ja, waren das jetzt auch nochmal? Sind das schon 18? Und diese hier? Ja, nicht ganz erreicht. Jetzt aber, oder? Ja, nochmal. Ja, was ist denn hier eine Burg los? Jetzt ist aber keiner mehr da, ne? Aber hier fährt doch keiner runter, oder? Die war doch anders, ne? Knapp daneben, da fährt keiner zur orthodoxen Kirche von zwei Brücken aus, aber zwei Brücken ist ja auch jetzt nur da, diese Strecke. Und nur eine Kutsche. Okay, das mit den 4 Kutschen hier für die Burg ist schon krass, oder? Wie viele stehen denn da für die Burg? Keiner, ne? Doch, da stehen 3 für die Burg, okay. Stehen denn hier schon wieder welche für Lüneburg? Ja, auch 3. Okay, vielleicht nicht verkehrt, läuft. Wir schicken mal das zweite Schiff los. Und dann sind wir hier in Neubrandenburg. Da warten auch 60 Gäste, 20 davon nach Gütersloh und dann nochmal 4, also 24 in die Richtung. Bad Mergentheim ist nach da oben hin. 6 Aachen, 12, ja. Lüneburg ist auch noch nach Gütersloh runter. Und Köln sind nach da 3 dann, okay. Das ergibt sich mit der Zeit. Wir sind hier drinne. Ah, 34, das geht. Wie viel stehen denn hier in Köln? Nach Jena sind es 3 über Lüneburg, über Neubrandenburg. Nee, das sind nur 3 nach da. Das ist jetzt nicht so dolle. Und hier unten steht da irgendwo. Ah, da fährt einer. 33 nach Königsbrunn. Okay, und wie viel stehen jetzt noch hier? 24 nach Köln, also in die andere Richtung. Wie viele stehen denn unten in Königsbrunn? 21, okay. Ah, das geht ja. Gut, dann sind wir hier und soweit gut und klar. Jetzt gucken wir nach Friedrichsdorf. Das war knapp daneben, ne? Hier müssen wir hin. 24 über Bad Mergentheim, das ist auch okay. Eine Kutsche, 2 Kutschen. 3, 4 Kutschen sind es. Also es würde von der Anzahl her klappen, aber 30, okay. Ah, das ist schon zu überlegen, ob das hier auf Dauer so bleiben kann. Müsste man mal genau überlegen. Auch hier wird man nachher wahrscheinlich rüber müssen. Mit Verbindung nach da, ne? Vielleicht fährt man bis hierhin, baut hier schon mal einen Hafen und fährt mit dem Schiff dann weiter und später baut man eine Brücke darüber, weil Brücke, gehe ich fast von aus, wird noch nicht so gut klappen, oder? Können das ja mal gerade in Anbetracht ziehen. Da. Sieht nicht so aus, dass da eine Brücke bei ist, ne? Ne, ist hier nur ein 50er Gleis. Also es wäre dann zu überlegen, ob man dann da rüberkommt. Ne? Dafür müsste man hier so Arbeiten machen, die landanheben sind zum Beispiel. Ich glaube, wir müssten hier anheben und da anheben. Aha. Vielleicht müsste man auch hier anheben. Weil irgendwie müssen wir hier rüber, ne?
Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich würde jetzt erstmal hier sagen, ja, jetzt noch nicht, aber irgendwann müssen wir dann hier bis hier vielleicht ein Dingens fahren. Mit, sag schon. Friedrichsdorf Hafen, gib mal die Karte, Übersicht. Friedrichsdorf nach Winenden wäre jetzt dann auch möglich, beziehungsweise hier so rüber, ne? Aber das sind auch so weite Wege dann mit dem Schiff. Wäre das schon besser? Der Zug fährt schneller wie so ein Schiff, ne? Definitiv. Weiß ich auch noch nicht, wie wir das machen. Also von hier nach da oder von hier nach da wird immer Schiff bleiben. Genauso wie hier rüber wird Schiff bleiben. Hier und hier, das könnte man sich noch mit einer Brücke vorstellen. Hier wird auch Schiff bleiben. Erlangen, Winenden, das wird mit Schiff irgendwo erschlossen werden und Lippstadt. Vielleicht nachher hier so rüber und so rüber, so ein Dreieck fahren oder sowas. Oder vielleicht auch in 4 Stationen, da müsste man mal gucken, ne? So wird das auf jeden Fall werden. Jetzt starten wir das auch noch und dann sind die alle weg. Das letzte Schifflein ist auch unterwegs, ne? Das ist jetzt hier noch 21 Passagiere da drin. Ja, muss man echt überlegen, ob man jetzt hier nicht auch verlängert, ne? Weil sind ja doch reichlich, die nach Friedrichsdorf jetzt mit mal wollen. Ja, weiß ich auch noch nicht. Der hat 18 Passagiere. Wie sieht's hier unten aus? Der wartet auf Beladung, wa? 27? Ja. Oder hat er? Ne, er könnte bis da vorne vorfahren. Es ist wohl irgendwo eine Einstellung hier bei dem. Was zwischen Ahn, der darf nicht immer fahren. Gut, okay. Der fährt ja auch nur von da nach da, glaube. So, wie sieht's hier aus? Er wartet auf Gegenverkehr, hat 6 und er hat 15, okay, dann ein bisschen mehr, das geht ja schon mal. So, das heißt, wir machen was? 2, 3 sind's da. Ja, Ettlingen, ne, wir sind jetzt bei Willensdorf. Das sollten wir jetzt mal nochmal gucken, ob wir da was mit dem Schiff machen, ne? Zur Burg wollen da 6 und von der Burg 3. Okay, das geht ja schon mal. Jetzt müsste man gucken, dass man hier das einfach verlängert, ne? Machen wir mal hier Straße. Lass mal gerade in die Dingens Finanzen gucken. Die Marge, also 17 gerade minus. Was sagt der Monat? War aber der letzte Monat hier mit 15 plus, 15 plus, 14, 14, 14. Hier hatten wir mal 9 Minus, da waren wir knapp im Plus und da war viel Plus, aber das war noch nicht der richtige Wert. Okay, das heißt, hier läuft es eigentlich jetzt, ne? Oder ist das jetzt schon gerade wieder neuer Monat? Ach, wir haben 7. November, dann ist das wieder neuer Monat, der da so tief ist. Ich glaube, wir können uns da ruhig noch was gönnen, ne? Ich würde jetzt tatsächlich hier diese Strecke einfach verlängern. Geht natürlich genau hier drauf, ne? Und hier passt es dann auch nicht. Wo wäre es denn sinnig, dann da anzulanden? Schwandorf, Auengrund. Und wer wäre anders? Ettlingen. Und wo wäre es hier irgendwo? Da ist kein Hafen. Nee, das wäre jetzt entweder... Lass uns das auf der großen Karte angucken. Was ist denn hier... Ettlingen, Willensdorf oder Willensdorf? Ich würde sagen, dann nach Schwandorf, ne? Ja, machen wir so. Da müssen wir jetzt nur überlegen, wo kommt der Hafen hin? Bei der Burg? Ne, der kommt schon bei der Stadt hin. Da müssten wir nur mal gucken. Ja, vielleicht machen wir sie hier hin. Da wäre eine Haltestelle. Dann 1, 2. Das wäre der andere Bezirk. Dann wäre hier eine Haltestelle. Passt, geht auch nicht aus, ne? Ist klar. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Hier wäre die Haltestelle. Wenn es denn richtig wäre.
So, jetzt lass uns überlegen, was wir machen. Senken wir ab oder? Ja, wir senken ab, ne? Oder? Ja. Mach den runter. Jetzt bastel die Straße da mal gerade hin, die von da nach da geradeaus geht. So, das passt schon mal. Jetzt gehen wir hier mit Haltestelle los. Warte mal dahin. 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 Und dann müsste die da sein. Das heißt, wir machen es hier hoch, die Ecke. Wenn ich die Ecke hoch mache, dann müsste das passen. Wenn dann mal irgendwann die Stadt so groß ist, ne? So, jetzt hier hin. Ne, einmal, zweimal, dreimal. Das sieht gut aus. Das haben wir erledigt. Wilnsdorf Wald haben wir. Jetzt, ich glaube, hier habe ich immer mit Briefkasten genommen, ne? Und da unten habe ich jetzt Briefkasten nicht genommen, ne? Fast. Haben wir wieder gut hingekriegt, oder? Kann man das upgraden? Natürlich nicht. Das ist jetzt aber noch nicht so schlimm. Das bedeutet, steht hier, Wegzusatz von Straße entfernen. Geht nicht. Okay, ganze Straße mit Bushaltestelle weggeht. Auch interessant. So, nochmal auf ein neues. So, jetzt passt's. Gut, dann hier nochmal hin, dorthin und hier den Hafen gesetzt. Passt auch. So, dann machen wir ganz schnell eine Linie, Schifffahrtslinie, neue Linie. Und zwar von Motorschiff. Schwandorf war das, ne? Nach Willensdorf. Passt. Und dann Halt hinzufügen. Halt hinzufügen. Passt. Erledigt. Kann zu. Karte auf, hier runter. Karte zu, Depot auf. Fähre kaufen oder Schiff kaufen, Schwandorf, Wilnsdorf auswählen. Kopieren, 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 starten und warten. So, das fährt erstmal. Jetzt müssen wir aber dann doch da wieder hoch, weil wir müssen ja noch eine Kutsche dahin kriegen, fällt mir gerade so ein. So, das bedeutet, wir brauchen noch wieder eine Linie. Diesmal aber hier neue Linie. So habe ich beides drauf. Und das ist jetzt, ist das Stadtbus oder Regionalbus? Haben wir mal Stadtbus. Wilnsdorf Hafen Schuss und dann geht die Reise von da nach da. Das passt genau und Jena Königsbrunn Regionalbus ist zu löschen, weil wir da jetzt eine Zuglinie haben. Gut. So, Linienverwaltung ist raus. Hier gehen wir weiter. Müssen da erst hin, damit wir hier. Wieso ist die Karte eigentlich. Das Ding fällt eigentlich so, dass ich die Pferde hier nicht sofort sehe. So, dann haben wir den. Fahrplan ist sofort hier unten Wilnsdorf Hafen. Und starten wir. Und einer reicht, glaube ich, auch erstmal. Gut, haben wir das? Ja, die erste Fähre ist unterwegs, ne? Wie weit ist die denn weg? So also ein Stückchen ist sie schon weg, ne? Nee, ich würde es noch ein bisschen warten lassen.
Machen wir hier die Lupe wieder an. Wie sieht's denn hier aus? Die fahren wunderbar gegeneinander. Das ist schon mal sehr gut. 6 Passagiere von 16 sind da drauf. Und hier keiner. Auch schlecht. Da stehen aber 20. Die wollen aber nach Bayreuth. Und hier stehen keine. Ja, das ist ja noch nicht so prickelnd, ne? Da kann auch mehr passieren. Hier stehen bestimmt welche für Bayreuth. Ne, tun sie auch nicht. An der Burgwehr. Ne, das war ein Bahnübergang. Das war nicht die Haltestelle. 6 Passagiere. Warte mal, hier ist ja jetzt eine Haltestelle von der Burg. Die könnte man doch einfach mal gerade hier wegmachen, weil die kostet uns ja nur Geld, oder? Weil das reicht ja so. Ich glaube, das war jetzt richtig, ne? Und hier ist das gleiche in grün, kann auch weg, weil wir brauchen nur das. Sparen wir, glaube ich, auch mit Geld, oder? Da müsste man natürlich nochmal mehr gucken, oder? Ja, das kann bleiben, weil da mal ein Stadtbus irgendwann fahren wird. Das ist auch klar, ja. Das war jetzt nur diese Geschichten, ne? Mit Burg und so. Gut, wie sieht es jetzt hier in Gütersloh aus? 75 Passagiere. Zwischenahn, Köln, über Köln, 2 Brücken, 2 Rücken, Bayreuth, Lüneburg, 2 Brücken. Ist das hier vielleicht mit einem Zug unterbesetzt? Hier stehen auch schon 35. Wollen die denn auch alle Richtung Gütersloh? 10, 21. Ja, die wollen alle nach da fahren. Und hier ist kein Zug. Der ist gerade weg und der andere wartet. Der ist tatsächlich voll sogar hier. Und der ist auch voll. Ich glaube, wir können hier noch einen Zug rausholen. Mach mal schnell. Und der fährt von Gütersloh, 2 Brücken. Nee. Lüneburg, Gütersloh, Brandenburg. Das hier ist unser Zug. Und starte den mal schnell. In der Hoffnung, dass der da noch vorherkommt. Verlässt. Aber besser wäre jetzt gewesen, der fährt andersrum, oder? Ah, ist eigentlich auch egal. Der ist schon ein Stück weg. Der wartet jetzt, bis der durch ist. Dann ist der andere da oben auch schon wieder auf dem Weg. Ja, der Abstand ist schon ganz gut, denke ich. So, ich glaube, jetzt starten wir da die nächste Fähre. Und jetzt haben wir keine mehr, oder? Nee, doch, da ist noch eine. Eine müssen wir dann noch abwarten. Läuft aber erstmal, würde ich sagen. Es sieht ganz gut aus hier. Wir können noch mal in die Marge reingucken. Habe ich sie jetzt rausgenommen, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, die ist jetzt bei 180 miese. 15,73, aber wir sind noch im November und gerade mal 4 Tage weiter. So sieht's aus. Das wird noch dauern. Aber es geht voran, denke ich. Wir werden noch Geld machen und wir werden auch noch hier weitere Einsätze haben. 2,7 Millionen, wir können auch noch ordentlich ausgeben und das wird alles wunderbar werden hier. Ne? Guck, der fährt schon zurück wie gehabt und der fährt dann da lang. Dann ist das nicht verkehrt, dass der da kommt. Und wie stehen die da noch? Ja, Bad Bergetheim, Lüneburg. Ja, es steht jetzt aber keiner nach Köln oder so fährt hier. Ne? Und wie ist es mit ihm hier? Wo fährt der hin? Köln, Jena, Königsbrunn. Hat 45 Gäste und da sind 51 im Warten. Jena 18, 24. Ja, 24 nimmt er wieder mit, das geht aber. Und wir sind jetzt, wie viel drin? Hatte ich das eben? 23, okay. Die liefert der ab, das passt schon. Gut, wo ist er jetzt? Ah, der fährt da gerade rein. Ist das jetzt noch einer mehr? Ah ne, der fährt gerade durch, alles klar. Ich war ja gerade überlegen, wieso ist denn jetzt da einer mehr? Aber es passt schon. Und der hat auch schon 30 für da oben irgendwo. Das ist alles okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.